als Laden ist das schon ganz schön alt. Ja, da hast du recht. Wie lange standen da schon denn nochmal Socken rum? Mein Vater hat mir viel erzählt dazu, als ich noch ein bisschen kleiner war als du jetzt. Wir sind manchmal gemeinsam drauf gefahren, im Urlaub. Das Rad wurde 1933 von meinem Uropa in Barth an der Ostsee erworben. Er war damals 28 Jahre alt. Mein Uropa war ein großer Botaniker und ist damals um die halbe Welt gereist. Aber dann kam der Krieg. Mein Uropa musste zur Armee und kam erst in den Westen und später in den Osten. Von einer Schlacht irgendwo am Don ist er dann nicht mehr zurückgekehrt. Das Rad erbte sein Sohn, mein Opa. Bei Kriegsende kam die Rote Armee aus Russland. Sie durchkämmten jedes Haus auf dem Darß. Und sie haben das Rad mitgenommen. Es wäre dann fast in die Sowjetunion gekommen. Mein Opa hat es überall gesucht und fand es schließlich. Noch am Bahnsteig in Stralsund konnte er es gegen eine Flasche Schnaps und ein Päckchen Zigaretten zurücktauschen. Mein Opa musste so gut es ging helfen, die Familie mitzuernähren. Er brauchte dafür das Fahrrad, er hat Zeitungen und Post ausgefahren. Später hat er dann gemerkt, dass er viel mehr Geld verdienen kann, wenn er selbst für die Zeitung schreibt. Findige Leute wie er waren rar und er kam bald nach Berlin. Dort fand mein Opa auch seine Frau. Meine Großeltern hatten wohl eine glückliche Zeit in Berlin und darum herum. Perfekt. Sonst wären wir vielleicht gar nicht hier. Weißt du noch, als wir das damals im Schuppen gefunden haben? Ja.